Wulfu blieb am Laptop kleben. Wo ist Wulfu? Mein Gott, wie lange spielt Wulfu schon Videospiele? Zu viel auf den Computerbildschirm zu schauen, ist gar nicht gut für die Gesundheit. Werde ich durch zu viele Videospiele auch so in den Computer gesogen? Beeil dich, Mami! Wulfu ist in Gefahr! Du musst dich jetzt von ihm fernhalten. Oh, was ist denn mit Wulfus Augen los? Meine Augen wurden unscharf. Deshalb habe ich aus Versehen den Kleber umgestoßen. Deine Augen sind verschwommen, weil du zu lange ein Videospiel gespielt hast. Lass uns zu Abend essen, Wulfu. Siehst du, wenn du zu viele Videospiele spielst, wirst du nicht in den Computer gesaugt. Aber deine Augen werden allmählich schwächer. Lucy! Hilf mir, Lucy! Ich werde von jetzt an nie wieder zu viele Videospiele spielen. Haltet eure Augen immer gesund und schützt sie, Kinder. Was ist hier los? Das geheime Spielzimmer. Oh, warum lässt du dein Spielzeug so herumliegen, Wulfu? Wulfu, sei vorsichtig. Spielzeug nicht so herumliegen. Es gibt keinen Platz zum Spielen. Na also, was ist Wulfus Idee? Oh, unser Traumspielzimmer wurde geboren. Hast du dieses Spiel schon einmal gespielt? Schon, Wulfu. Der Sieg ist in greifbarer Nähe. Oh nein! Nein, nein, nein! Mach
machen wir Wulfo ein Kompliment für seine Entschlossenheit. Denn er gibt nicht auf, wenn es schwierig wird. Wenn ihr euch anstrengt, werdet ihr es bestimmt schaffen, Kinder. Gehirnwäsche. Es ist spät. Schlaf gut, um dich für einen neuen Tag zu stärken. Kümmert sich überhaupt nicht um sein Gehirn. Hey! Das liegt daran, dass du die ganze Nacht gespielt hast. Ich will nicht mehr mit dir zusammen sein. Gut, ich werde mir ein neues Gehirn suchen. Cat, willst du mit mir das Gehirn tauschen? Wenn du nur schlau wärst. Kinder, leicht. Gott, Wulfos Gehirn ist so müde. Es kann sich nicht auf seine Hausaufgaben konzentrieren. Und sieh mal, Wulfos Gehirn ist im Gegensatz zu ausgeruhten Gehirnen merklich schwächer. Niemand will mich haben. Das ist deine Schuld. Wohin gehst du? Hast du die schädlichen Auswirkungen von Spielen in der Nacht gesehen? Wenn du zu viel spielst, wird dein Gehirn müde und schwindelig. Es tut mir leid. Ich sorge dafür, dass es dir bald besser geht. Weißt du nach der heutigen Folge, was du tun solltest, um ein gesundes Gehirn zu haben? Hilfe! Gefangen im Tablet. Neues Level freigeschaltet. Wulfo, Wulfo! Wulfo spielt nur ein Spiel. Er beachtet Lucy überhaupt nicht. Das Spiel ist so cool. Ich wünschte, ich könnte hineingehen. Mein Gott! Wulfo wurde mit einem Charakter im Spiel vertauscht. Was wird passieren? Spiel lösche.
Wird Wulfu für immer in einer Spielkonsole gefangen sein? Bald wird alles wieder gut. Ich werde dich so sehr vermissen, Lucy. Er spielt. Es tut mir leid, dass ich nicht mit dir spiele. Verbringt wertvolle Zeit mit eurer Familie. Wie schön. Oh, was ist los? Wi-Fi wird gebraucht. Wir haben die Internetverbindung verloren. Hier, benutze doch dieses Gerät. Leute! Technologische Geräte werden auch überlastet, wenn wir sie zu viel benutzen. Nein! Hey! Er ist hier drüben! Warte! Das Wi-Fi versucht also, seine letzte Energie zu sparen, um Lucy zu retten. Benutzt das Internet das nächste Mal vernünftiger, okay? Warum sieht Lucy im Lagerhaus fern? Nicht zu nahe sitzen. Ja. Dieser Fernseher ist nicht so cool wie die große Leinwand im Kino. Ich habe eine tolle Idee. Mein Gott, das ist sehr schlecht für die Gesundheit der Augen, Wulfu. Setz dich nicht zu nah ran, das ist nicht gut für die Augen. Hast du gehört, was Mami gesagt hat? So ist es viel besser. Es ist Zeit zu schlafen, Kinder. Lucy gehorcht Mami Wolf weiterhin nicht. Ha ha ha!
Schlaf jetzt, sonst sage ich's Mami. Oh nein, wie werden Lucys Augen aussehen? Schau, wenn du dich nicht um deine Augen kümmerst, hat das ernste Folgen. Fernsehen aus nächster Nähe oder im Dunkeln kann den Augen schaden. Ja, ich hab's verstanden. Sei vorsichtig, wenn du gehst. Danke dafür, Papa. Ich werde jedes einzelne Spiel gewinnen. Das ist die Belohnung für Wohlfuß Anstrengungen beim Lernen. Ich hab's, Boss. Wulfu, bleib dicht bei mir. Okay, Papa. Hey, Wulfu und sein Papa gehen jeder in seine eigene Richtung. Hast du das Spiel geschafft, Wulfu? Wulfu! Weil Wulfu und Papa Wolf mit Spielen und Telefonieren beschäftigt waren, haben sie sich verloren. Und nicht nur das, Wulfu macht auch den Passanten eine Menge Ärger. Aha, Wulfu war so mit Spielen beschäftigt, dass er nicht auf seine Umgebung geachtet hat. Wulfu! Oh nein, das ist zu gefährlich. Zum Glück wurde niemand verletzt. Von nun an werden wir nie wieder unser Telefon benutzen oder Spiele spielen, während wir laufen. Ist das nicht die Schleife von Lucy? Wo ist Lucy? Kannst du bitte eine Zeit lang auf Lucy aufpassen? Ich muss den Dachboden aufräumen. Nein! Kümmere dich um deine Schwester! Nein. Schau,
Wulfo achtet nur auf sein Tablet. Mensch, wieso ist Lucy schon hier? Wulfo passt nicht mal auf Lucy auf. Nun, was wird Cat jetzt tun? Lucy ist nicht bei dir? Was, wenn sie da reingefallen ist? Oh, Wulfo kann es sicher kaum erwarten, das zu sehen. Ich muss sie retten, bevor Mami zurückkommt. Mal sehen, wie Wulfo Lucy retten wird. Wulfo ist immer so beharrlich. Nein, ich muss Lucy retten. Sei das nächste Mal vorsichtig, wenn du auf sie aufpasst. Die Gefahr lauert überall für ein Baby. Sie wird nie in die Toilette fallen. Super Batterie Sidekicks. Wow, welches Spiel hat Dr. Cat, Wulfo und Piggy heute spielen lassen? Du und deine Kumpels müssen sich gegenseitig unterstützen und den Schatz gemeinsam finden. Oh, das ist ein riesiger Lavasee. Dank der Einigkeit hat Wulfos Team leicht bestanden. Trag mich, bitte! Ha, Piggy verlässt sich zu sehr auf seinen Teamkollegen. Das sollte eigentlich nicht sein. Ach du meine Güte, diese Runde ist schwierig. Lass mich dir helfen. Spar deine Energie für die nächste Runde. Lasst uns raten, ob sie diese letzte Herausforderung gewinnen können. Ach du.
Du meine Güte, Schweinchens Kumpel ist erschöpft. Hilf ihnen, Piggy! Lass uns das gemeinsam zu Ende bringen. Siehst du? Einigkeit macht stark. Mein Gott, Mami Wolf hat Lucy überhaupt nicht beachtet. Wen hat Mama Wolf mehr lieb? Du hast dich wohl in deinem Gerät geirrt. Meine Mama hat mich nicht lieb. Lucy ist sehr traurig, weil sie denkt, dass Mama Wolf nur Wulfu liebt. Warte mal kurz. Mami, Mami. Alles Gute zum Geburtstag, Wulfu. Ist die Wahrheit so, wie Lucy denkt? Lucy! Lucy, was ist los mit dir? Du liebst Wulfu immer mehr. Nie mich. Du irrst dich, Lucy. Du warst zu der Zeit noch nicht geboren. Also hat Mama natürlich nur mich geliebt. Mami, Mami! Mama Wolf hat so hart gearbeitet, um sich um Wulfu zu kümmern, als er noch klein war. Aileen hat gesagt, dass dieses Gerät zeigen kann, wen Mami mehr liebt. Es stellt sich heraus, dass es nur ein Missverständnis von Lucy war. Mama Wolf hat Wulfu und Lucy immer lieb und eure Mutter euch auch. Kinder, bitte respektiert und liebt eure Eltern ganz doll. Hallo! Kaspers erster Tag in der Schule. Kinder! Kinder, wir haben heute einen neuen Mitschüler. Lasst uns ihn willkommen heißen. Wow! Ja! Yeah. Welche aufregenden Dinge erwarten den Kasper? Schauen wir es uns an, kleine Freunde. Tschüss! Komm schon! Oh! Yeah. Willkommen in unserer Klasse! Kaspers Lieblingskuchen ist kaputt. Dein Plan ist so schlecht.
Kasper hat aus Versehen Kats Notizbuch genommen. Kasper? Oh. Für dich? Wow! Oh. Ja! Oh, er hat Angst, von seiner Lehrerin gescholten und von seinen Freunden gehänselt zu werden. Oh! Was ist passiert, Kasper? Oh! Mach dir keine Sorgen. Das nächste Mal bringst du das richtige Buch mit, okay? Wow! Für dich! Tut mir leid, dass ich deinen Kuchen ruiniert habe. Danke! Nein! Entschuldige, ich gehe mit Baby raus. So süß! Wow! Alle mögen Pipi so sehr. Kaspers erster Schultag war mit so viel Freude erfüllt. Hey Leute! In die Schule zu gehen macht Spaß, oder? Ja! Papa! Warum lässt du mich zu Hause? Meine Familie wird diesen Sommer an den Strand fahren. Mama! Wusstest du das? Es gibt viele interessante Dinge am Strand. Wulfu! Tschüss! Mami, lass uns diesen Sommer verreisen. Oh nein. Oh nein. Hallo? Hey, wo ist Wulfus Papa mit so vielen Sachen hin? Wulfu denkt, dass seine Familie gleich einen Ausflug zum Strand macht. Er ist so aufgeregt. Komm schon, komm schon. Mama, Papa! Wartet auf mich! Bleib zu Hause bei deinem Opa, Wulfu. Wir müssen jetzt gehen. Warum haben Papa und Mama mich nicht mit an den Strand genommen? Nein, Wulfu. Sie fahren nicht an den Strand. Sie fahren ins Krankenhaus, weil deine Mutter bald entbinden wird. Wow, es stellt sich heraus, dass seine Mutter ins Krankenhaus gefahren wurde, um Baby Lucy zu gebären. Nächsten Sommer kann ich also mit meinen Eltern und einem neuen Baby an den Strand fahren. Wulfu, hallo! Der Pool ist zu groß. Wulfu kann nicht schwimmen. Lasst uns gemeinsam schwimmen lernen. Wow! Wow!
Wulfu, es gibt einen Schwimmwettbewerb im Schwimmbad. Willst du mitmachen? Oh. Ja! Aber Wulfu, du kannst doch gar nicht schwimmen. Du warst noch nie in einem Schwimmbad. Vertrau mir, ich bin ein guter Schwimmer. Oh, das Schwimmbad im echten Leben ist ganz anders als im Spiel. Ich werde hier stehen und zusehen. Geh ruhig schwimmen. Komm schon, komm schon. Wulfu ist immer noch ängstlich. Stopp, schau. Oh mein Gott, schwimmen ist nicht so einfach, wie Wulfu denkt. Oh nein! Mach dir keine Sorgen. Lern einfach schwimmen und übe fleißig. Dann kannst du bald alleine schwimmen. Ja! Lasst uns mit Wulfu schwimmen lernen, Leute. Zuerst müssen wir lernen, unter Wasser die Luft anzuhalten. Dann gibt es Schwimmzüge. Wer wird der Erste in diesem Wettbewerb? So neugierig. Hurra! Dank der unermüdlichen Bemühungen schwimmt Wulfu fließend und gewinnt. Hallo! Schaut, Wulfu und seine Freunde sehen so süß aus. Hallo! Wege zum Hallo sagen. Kommt schon, kommt schon. Mein Gott, Wulfu, du musst deinen Mund nach dem Essen sauber machen. Warte, willst du mir heute nicht Hallo sagen? Stopp! Es gibt auch andere Arten, um Hallo zu sagen. Wie begrüßt man Lehrerin Cat und die Kinder auf besondere Weise? Hallo, Wulfu! Für ältere Menschen solltest du eine angemessene Art der Begrüßung wählen. Hallo, Herr Zebra! Mama! 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 Hallo! Hallo! Großvater! Denke daran, wenn du ältere Menschen grüßt, müssen wir immer höflich sein. Was ist Cats Idee? Wow! Hallo!
Die Idee ist sehr kreativ. Welche Arten der Begrüßung wirst du verwenden? Verlass mich nicht! Wulfus Spielzeug verschwindet. Nein! Kann ich es mir ausleihen? Wow! Papa hat Wulfo ein super cooles neues Spielzeug gekauft. Wulfo ist begeistert. Er muss es sofort seinen Freunden vorführen. Güte, behandelt Wulfo den Superman-Roboter auch so? Wulfo! Was ist mit meinem Roboter? Er ist draußen. Oh nein, Wulfo ist der Schuldige, der das Spielzeug kaputt gemacht hat. Ich muss ihm eine Lektion erteilen. Jetzt wird das Spielzeug verschwinden, wenn Wulfo es berührt. Oh, Wulfo versteht immer noch nicht, was hier los ist. Jetzt ist er sehr verwirrt, weil alle Spielsachen verschwunden sind. Du hast das Spielzeug schlecht behandelt. Ich will nicht mehr mit dir zusammen sein. Das ist eine Lektion in Sachen Missachtung von Spielzeug. Oh nein! Verlass mich nicht. Ich verspreche, dass ich ab jetzt brav bin. Halte deine Versprechen. Ja! Ich werde euch nicht mehr schlecht behandeln. Wow! Hast du schon mal unter Wasser rutschen gespielt? Was ist das? Die Unterwasserrutsche. Schwimm, Fisch, schwimm! Hey! Können wir es mit einer kleinen Rutsche schmücken? Ja! Mach dich bereit für etwas Lustiges! Oh, Wulfo hat sie selbst entworfen. Darauf kannst du dich freuen. Das sieht gut aus, Leute. Ich wette, die Fische werden es sehr mögen. Das sieht lustig aus. Ich wünschte, wir könnten mitmachen. Easy peasy. Mit diesem Teil können wir unter Wasser atmen. Einen Freund wie Alien zu haben, ist wirklich schön. Oh nein! Lass uns ein Rennen veranstalten! Ja! Warte! Warte!
das Alien? Warum habt ihr nicht auf mich gewartet? Das nächste Mal warten wir auf dich. Sei nett im Schwimmbad. Bist du bereit, mit Vulvo schwimmen zu gehen? Schau dir meine Luftmatratze an. Können wir sie ausprobieren? Nein. Aha, Wolf und Pando sind misstrauisch. Geht weg, Jungs! Stopp! Du störst alle anderen! Es tut uns leid. Wir können ja unsere Schwimmflügel benutzen. Oh, Ulfo hat sich wohl etwas anderes ausgedacht. Wulfos Fantasie ist so interessant. Ist die Idee mit dem Regenschirmboot deiner Meinung nach machbar? Pass auf dich auf, okay? Das ist nicht in Ordnung. Hilf mir! Hilf mir! Du solltest nur Schwimmzeug mit ins Wasser nehmen. Wirf auch keine Sachen in der Nähe des Schwimmbeckens herum. Verstanden? Ich hab's verstanden. Wie viele Sicherheitstipps gibt es im Schwimmbad, Leute? Stopp! Es ist nicht Lucy! Ist schon gut, Lucy. Gib weg! Dämon Wulfo gegen Engel Cat. Lucy! Hör auf! Füttere sie nicht damit! Warum bitte nicht? Weil... Weißt du, warum Lucy keine Kekse essen sollte? Hey, du! Nein heißt nein! Ups, wir haben keinen Snack mehr. Oh, wird Cat Wulfos Absichten aufhalten können? Ich werde dich füttern. Wulfo ist so kreativ, wenn er sich so viele Möglichkeiten ausdenkt, Lucy mit Keksen zu füttern. Aber schau, du kannst den Engel-Cat nicht ignorieren. Los geht's! Ah!
sehr gefährlich. Nein, Lucy! Was jetzt? Halt! Iss es einfach, Lucy! Nein! Lucy, iss es nicht. Mami, warum hast du sie nicht essen lassen? Sie ist zu jung für Snacks. Sie kann noch nicht schlucken. Du hattest also recht, danke. Tut mir leid, Lucy. Sie kann das nicht essen. Meine Güte, warum in aller Welt zieht Lucy eine Maske an? Lucys Gesicht hat so viele Pickel. Trage es nicht auf dein Gesicht auf, Lucy. Die beiden Kandidatinnen, die in die Endrunde des Schönheitswettbewerbs kommen, sind Prinzessin Lucy und Prinzessin Dolly. Nancy war völlig niedergeschlagen. Ihr Name blieb unerwähnt. Lucy sieht sehr verdächtig aus. Hallo. Ich brauche etwas, das mich noch schöner macht. Wow. So eine schillernde Auswahl an Kosmetika. Was ist denn los? Oh je, Lucy hat die Fee Cat noch nicht um Erlaubnis gefragt. Wow! Na, wollen wir mal sehen. Hat sich Lucys Schönheit zum Besseren gewendet? Wow! Das ist also der Grund für Lucys geheimnisvolles Maskentragen. Die Gewinnerin ist... Prinzessin Lucy! Das ist nicht gut. Lucy! Du solltest kein unbekanntes Zeug auf dein Gesicht auftragen. Habt ihr es alle auswendig gelernt? Du bist am schönsten, wenn du dein wahres Ich bist. Die Pappschüler. Wulfu, Panda, geht euer Gesicht waschen? Ich bin noch müde.
Wulfu Panda! Ich will nur nach draußen gehen. Ich werde dir ein neues Buch geben. Und so wurde auch Cat von Pando bestochen. Aber sind die Handlungen von Wulfu, Cat und Pando deiner Meinung nach richtig oder falsch? Wie wäre es mit dem von Wulfu und Pando? Lass mich sie nehmen! Wulfu! Pando! Oh. Wir sind da! Es ist falsch, sich so aus dem Unterricht zu schleichen. Es tut uns so leid. Wir hätten das nicht tun sollen. Warum niesen wir? Also, Wulfu und seine Freunde haben gerade Pause. Niesen ist so lästig. Ja. Alles Gute zum Geburtstag, Mami. Oh nein. Pando hat aus Versehen die Kerze von Mama ausgeblasen. Oje, sieht aus, als hättest du dich erkältet, Piggy. Lass uns erst zum Arzt gehen. Wegen des Niesens musste Piggy zum Arzt gehen. Hallo, Mami Wolf. Hallo. Für dich. Tut mir leid, ich bin allergisch gegen Pollen. Mal sehen, was als nächstes passieren wird. Das falsch verstanden. Oh, warum denn das? Niesen ist die Art und Weise, wie unser Körper Fremdkörper aus der Nase herausdrückt. Eigentlich schützt uns das Niesen also. Es stellt sich heraus, dass es so ist. Oh nein!
Ärger beim Niesen zu vermeiden, solltest du das tun. Hast du dich erinnert?